Fabi, dir und Tschüss, wieder Satz zu InZone. Jetzt haben wir fast den Namen nochmal eingefallen. So, wir warten mal da gerade noch, dass sie wieder abdüst und wir vielleicht mal bei einem anderen als Händler kriegen. Aber anscheinend kommt doch ein anderer. Und dann ist mir da nur was aufgefallen. Punkt 1. Hacken, dass da der Schrott weg ist. Und dann, da wir ja da unseren Verteidigungsposten haben, haben wir jetzt da bei Nahrung ein paar Weiden her. Frage ist bloß, macht man so? Da können wir nicht her, okay. Dann, ich darf trotzdem mal so her machen. Okay, 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 okay. So, so. Dann. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel. Wie viel von denen es da eigentlich gibt. Das macht man jetzt haben wir da 3. Vier. Schon 4 oder so oder so. Jetzt wie doof oder so. Überlappt sei. Ne? Ja, so. Gut. Okay. Okay, okay, okay. Dann gehen wir da her. Natürlich auch rundum. Speichert schön. Und dann können wir da noch 4er. Genau. Dann lassen wir dies da bauen. Noch. Und dann hoffen wir mal, dass nachdem die wieder weg ist, endlich mal Bandra kommt. Weil sie handelt keine Saaten. Und ich brauche Saaten. Also mir bringt das Ganze nichts, wenn sie kommt. Das hat bevorzugte Angebote des Händlers, ja. Toll. Davor hat es gerade Strahlenanzüge dabei gehabt. Das bringt mir genau gar nichts. Ist natürlich dann auch super, ne? Zwei Metall. Juhu. Logistiker. Mhm. Was ist der Träger? Holt aus. Da hätte ich erstmal Miliz machen.
sicher nicht allzu schlimm, wenn wir diesmal machen. Dann gehen wir mir bei die Ding auf. Die ist doch seit Ewigkeiten Reherin. Okay. Jagen und fangen. Wie schaut's mit den Förster-Dinger aus? Ganz okay. Das ist kein Strom. Doch ist. Aber was ist dein Problem? Ja, dann sind sie gekommen und bei uns vor der Tür geländig sterben. Gut. Dann schmeißt man da noch Weiden rein. Nehmen wir da noch einen Weg her. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass die endlich mal fertig ist. So. Finally. Haben wir es jetzt endlich geschafft. Ha? Im Sekt haben wir jetzt viel mehr Leute da. Jetzt kommt wieder sie, Alter. Ich krieg's Katzen gleich. Wenn jetzt wieder die alte Truschen kommt und keine Hanfsamen dabei hat, dann aber hallo. Außerdem müssen wir wieder forschen. Was ist da eigentlich? Forscher. Abbau von Kohle. Mach das mal. Stollentiefbau. Vielleicht sollten wir dies dann auch machen. Mal. Aber hey, eins nochmal anderen. Erstmal Todes fertigstellen. Und dann schauen wir weiter. Sind wir kein Jäger oder was? Also manchmal verstehe ich es schon nicht. Ja, ja, ich weiß doch, dass wir kein Werkzeug haben. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Jetzt haben wir einfach mal keine Doku-Arbeitskräfte. Hey, bin ich blöd oder so? Haben wir den Techniker? Echte. Das ist aber anders. Das schaut ja geil aus. Ich hoffe, diese schäbige Siedlung hat Kram, mit dem ich was anfangen kann. Ist auf jeden Fall euer Glückstag. Denn Lizzie Rasmus hat genau den Stoff, den ihr bedauernswerten Würmchen sucht. Bist du da sicher? Ziemlich fair ist es. Damit machst du nicht gerade den besten Eindruck. Was ist los mit dir eigentlich, ja? Mach mal wieder so. Ja,
da wieder irgendwas geändert. Ist da. So. Oh, ey, du bist das dumme Nudel, hey. Unglaublich. Müsste ich schon noch schauen dann. Ich meine, ich doch bloß Hanfsamen, mehr hier doch gar nicht. Aber dann machen wir halt da unten Ding her. Aber es heißt, es gibt mehr Händler aus, wie es ausschaut. Ist schon mal gut. Es gibt dann schon mal andere Händler. So. Dann, da hätte ich gerne nochmal kurz zu den Kundschaften. Oder zu den Expeditionsdinger gehen. Wir haben da ja nur dieses Ding da. Aber hat unser Kundschafter überhaupt ja, oder? Perfekt. Der hat ein Kundschafterabzeichen, ist auch interessant. Das heißt, wir können da hinschicken. Schon mal sehr gut. Jetzt haben wir da wieder keinen mehr oder was? Ach, das. Plastik. Interessieren, warum. Oh, what? Kann einstellen durch das, dass ich da steht automatisch mehr her. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. So wenig Gust. Aber wir brauchen auf alle Fälle nur ein Dingens. Ja, wieder nichts, was ich brauchen kann an sich. Oh, ein Oldschool. Richtig schöne Oldschool-Dings. Das finde ich schon doch geil. Was ein Höllenritt! Ich bin Rusty Rolf, der einzig wahre, weit und breit. Wie, noch nie was von mir gehört? Nun, Rusty Rolf, Händler aus Leidenschaft. Ja, ich will gern Hanf, aber wenn du nichts hast. Ich zeige dir meine Waren. Wenn du keinen Hanf hast. Was möchtest du denn da dafür? Das ist die Frage aller Fragen, gell? Ich würde bei dem Angebot natürlich nicht Nein sagen, auf gar keinen. Scheint den Gürtel noch nicht zu kennen, ne? Was ist eigentlich los mit euch, ja? So, kleiner Trenze. Mensch, unglaubliche. Ja, die ist so gierig, ne? Gibt's denn eh schon alles Mögliche? Und trotzdem, wenn jetzt dir noch sonst was ausbeißen. Okay. Wie schaut's mit dem Kontaminierungsding? Die Kontaminierung. Oh. Die kontaminieren und wir können da what, wir haben 793 Wildschweinfleisch auf Lager. Ach du Kacke. Okay. Jetzt gehen wir mal da passieren, das können wir abpassieren. So können wir rein.
So. Da irgendwann früher oder später andere Tiere haben mich. Frage ist eher, wie kann da die kontaminiertes Wasser reinkommen? Klebt man das mal an? Nicht, weil es doch ist. So, hier geht's nur noch. Ja. Schon wieder da. Wie kann es in einer Schneiderei zu einem Umfeld kommen, die wo nicht arbeitet? Kann man das mal erklären? Das verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Wie das nicht klar sein kann. Dass man die verdonnt. Ja, über die befestigten Hütten. Natürlich sehr schön. Weil ich sowieso upgraden kann. Zu langsam. Den wir da mal gleich so ein bisschen. Mehr noch. Ey, der wird jetzt auch gleich fertig sein. Nix hier kaputt gegangen, oder? Ja gut, schon relativ viel kaputt gegangen, oder? Für die ist noch schon lustig. Einfach witzig. Okay, also Wissen. Okay. Nehmen wir mal dies. Ausgebaute Werkstatt. Finde ich wichtig, weil unsere Leute anscheinend zu blöd haben, gescheit Waffe, gescheite Dinge herzustellen. Atomkraftwerk Ruine. Alle. Gut. Gute Sache. Schrottplätze. Genau. Ja, nichts mehr zum Tor. Erstmal da das Christi wieder. Weg machen. Dann da. Gut. Wie viele Leute haben wir denn überhaupt jetzt? Oh, schon wieder 12. Das ist ja nice. Fischerjäger, bla. Hirte. Köhler. Förster. Kräutersammler. Das können wir ein bisschen erhöhen. Oh, Lehrer. Wir haben uns gar nicht geschaut. Oh, das habe ich auch noch gar nicht. Ah, das ist die Wetterstation heute. Da unser Stadtzentrum oder Siedlungszentrum. Wir können uns richtig meiner Ding alles einlaufen, das ist mir eigentlich egal. Das interessiert mich eigentlich nicht. So, das ist unsere neue Schule. Da kann man alles machen. Wie mega ist denn das? Wie mega ist denn das? Da kann ich natürlich um einiges besser da. Das ist ja logisch, wenn ich alles besser ausbilde.
wird es natürlich auch besser. Ja, klaro. Top. Kriegt der eigentlich einmal, oder? Ich glaube, sehr viel Zeug im Ringen muss, ne? Oder eben diesen abnehmen muss. Deswegen. Aber warum das so ist, das verstehe ich sowieso nicht. Jetzt, da schau her. Oder lang noch dauert. Gut. Gut, gut, gut. Wir suchen immer noch jemanden, der nice anhat für uns. Wir könnten jetzt natürlich auch Expedition starten. Was brauchen wir denn da? Expedition aufstellen. Da schau her. Bitte. Irgendwas besonders nicht, gell? Soll ich zwei oder was? Hey. Es reicht leicht für den. Was ich ein bisschen doof finde an sich, dass man zum Beispiel so Expeditionen nicht mehr auf einmal starten kann. Ist da irgendwie nur cool finden, wenn es gar nicht. Aber es muss ja nicht einmal so funktionieren, ne? So, ja genau, die bauen ja alle aus, gell? Schrott und so. Wir haben wieder keinen Schrott mehr. Ja klar. Mein Problem ist immer noch, was macht man mir, wenn wir keinen Schrott mehr um uns rundum haben? Das ist die große Frage, die ich habe. Ganz egal, wie viel das ich abbaue. Es wird immer irgendwie da 154 drin. Da haben wir gerade auf dem Weg hier, stimmt. Das können wir dann abbauen, das ist jetzt nicht das Ding. Bro, Windradruine. Wir bringen 200, 200. Es bringt schon viel, aber trotzdem. Bisschen weird, ne? Das ist so minimal. Ist wieder der Rusty da oder was? Jawohl, hier ist er wieder. Der grandiose, einmalige, unglaublich charmante Rusty Rolf. Extra nur für dich. Jetzt kein Sandsturm, keine giftige Wolke. Noch mordlustige Raider können mich davon abhalten, meinen besten Kunden auszunehmen. Ich meine natürlich, glücklich zu machen. Schau mal. Gib da mal ein bisschen Holz. Gib da ein bisschen davon. Ich hätte einfach gern genaue Angaben davon. Das geht wieder nicht, das geht wieder auch nicht. Und wieder ein. Richtig. Muss da rein. Es muss da reichen. Herr Obergeschäftler. Weil leider keine Ziegen da habe ich, glaube ich, mal irgendwo gesehen. Da ist ein Reh. Hier ist ein Reh. Das ist eben genau das. Man hätte gerne andere Tiere, aber es ist halt so abhängig, was auf deiner Karte so los ist. Demher ist halt dann schwierig. Ist halt einfach nur händlerabhängig. Da frage ich mich, kann ich nicht mehr als wie einen Handelsposten bauen?
Jo. Na. Na, natürlich nicht. Ich kann bloß one bauen. That's the big problem. Also können ja nicht mehr gleichzeitig zu uns kommen. Aber gut. Gibt Schlimmeres an. Und mit der Forschungsstufe, ja. Sorgfalt. Wenn so eine kleine Füße, wenn sie bewegen sie doch auch nicht. Hm. Stollentiefbau. Ich glaube von jetzt schon Iod. Hey, die Konsumierung mit der Musikkontamination zu überwachen, diese Technologie schaltet sich das Gebäude Mine sowie das Produkt Iod-Tabletten für Sanitätshäuser frei. Und wir diesmal im Funkmasten. Oh, ich kann dann aus so. Ah, das war das. Stimmt. Das wollte ich vorher schon mal machen. Das hätte mir irgendwo gekommen. Das ist natürlich top. Wir haben endlich zwei da. Dann endlich zwei da. Das ist ja toll. So. Das ist ganz witzig. Sie dürfen von nirgends Wasser hin, aber haben trotzdem immer noch viel zu wieder. Davon. Also frage ich mich, wo kriegt die wieder frisch Wasser her? Wenn ich nicht erlaube, einer Wasser zu holen. Oder zu beschaffen. Dass das endlich mal dekontaminiert war. Kann doch nicht sein. Braucht euer Wasser auf, ihr Affen. Sollte man vielleicht mit einem zweiten Schrottplatz bauen, ha? Sollte man vielleicht nur einen zweiten. Haben wir jetzt schon wieder keine Leute mehr, ne? Das Metall geht ab. Oder was? Das geht Schrott ab, oh mein Gott. Ressourcen. Gut. Auf geht's. Der soll mir seine Zeige immer wachsen lassen. Wir können dann da wieder ein Ding machen. Was braucht man eigentlich dafür? Wasser und Nahrung, okay. Okay für mich. Was hast du denn in unserer Technologie da erforschen? Irgendwas mal erforschen. Dann können wir entweder da das aufstocken vom Ding oder irgendwie und bauen und dann wahrscheinlich. Ja, nee. 200. Ich weiß nicht, ob es mal das gleichsetzen muss mit der Menge, was man tauscht. Oder ob das da irgendeinen Wert hat oder so. War natürlich auch möglich. Ach, da will's auch. Ja. That's the big problem. Na. So, wo ist jetzt das? Wo ist jetzt das? Was haben wir? Mine. Oh, stimmt. Muss ja erst ausbauen, dass das funktioniert, ne? Bauen wir gleich beide aus. Oder ganz zumindest einen Auftrag geben. Was ist das? Ich bin jetzt doof.
Oder kann ich jetzt einfach aus so. What? Ich kann jetzt aus so. So. Okay. Ich suche jemanden, der was Sorten anbietet. That's the big problem. Nahrung, Wasser, Bier. Okay. Weil wenn er Sachen anbietet, dann ist schon mal gut. Und ist gut für uns. Ja nicht, ob so recht wenn ich schräg und ziemlich zickt auf der Karte, also nicht. Oh, der hat einen coolen. Ja, und der hat einen Oldschool-Ballon, Alter. Der hat einen Oldschool-Heißluftballon, ey. Kontaminiert. Wasser in bester Qualität und Quantität. Gerade in den heutigen Zeiten kann man mit all den Leckereien seine Siedlung zu einem lebenswerten Plätzchen werden. Was ist das? Ja. Selber herstellen, das kann jetzt dann auch selber herstellen. Kräuter gegen Bier, oder? Unglaublich. Aber gut. Man muss nicht alles verstehen. Schaut's mit Nahrung, also immer nur 30.000. Okay, jetzt habe ich anscheinend mal was. So. Die Frage ist. Weil das jetzt nichts bringt, dass die Leute mir irgendwas Bestimmtes bringen. Weil die haben zwar einen guten Ruf bei mir, oder haben ein gutes Ding bei mir. Was bringt mir das aber, wenn ich Sorten brauche, aber kein Krieg, Alter. Gibt es jetzt dann noch mehr als wie die vier? Oder nicht? Oder können wir dann nur die vier? Gibt es nicht mehr? Braucht man mir mehr? Das ist jetzt die Frage. Aber ich glaube, wir das klären erst in der nächsten Folge. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Also, habe Theorie.